Als ob Hallo, ich hallo, jetzt. ha oh, ja. Hallo, Ja, hallo, du. hallo. Mein Name ist Hefe Let's Play und ich bin total angepisst von diesem dämlichen Drecksspiel, weil es einfach nicht so geht, wie es gehen soll, wenn ich ein Vollbild mache. Ach, egal. Ach, passiert, ne? Ja, passiert. Wir haben den Todo-LP dabei, wir haben ja uns letztens schon über ihn unterhalten und es pisst mich jetzt eigentlich an, dass ich das ganz normal sagen muss. Egal, War Thunder Let's Play, wir sind so weit gekommen. Ach, Mano. Take Naja. 427. Genau, denke wir. Egal, wir gehen jetzt einfach mit der HE-112 in die Schlacht und gucken, was rumkommt. Egal, Nerven ordnen und weiter geht's. Jetzt kotzt mich jetzt eigentlich richtig an, dass du jetzt nicht mitzocken kannst. Ja, dann lad ja die Spielerunde, die ich auch spiele. Vielleicht gefallen sie dir ja, ey. Hey, das mit Terraria und Minecraft damals war ein Glücksgriff. Zum Beispiel bei Warframes sind das Let's Play nicht so viele, finde ich. Also, da gibt es bei anderen Spielen viel mehr Let's Plays. Da kannst du zum Beispiel Let's Playen und kriegst vielleicht so ein paar mehr Abonnenten. Ne? Aber je nachdem, wie man das empfindet, also bitte. Ich finde, das sind weniger, also wenige, die Warframe Let's Play jetzt so richtig. Also du meinst weniger groß, die Warframe-Let's Play? Naja, es gibt schon Leute, die das Let's Play, aber die stellen meistens nur ihre Waffen vor, mehr nicht. Die gehen jetzt nicht durch die einzelnen Leveln und machen die. Die stellen einfach nur ihre Waffen vor, wow, mehr nicht. Das ist es ja. Es gibt keine richtigen Let's Player. Ja, nicht so richtig. Es ist also, es gibt drei, vier habe ich gesehen, die das machen, aber die sind nicht so groß. Jetzt bekannt. Okay, was sagst du? Ich bin jetzt hier auf einer großen Map. Soll ich erstmal die Flak angreifen oder soll ich erstmal auf Flugzeug gehen? Flak. Flugzeuge rammt nicht durch nur die ganze Zeit, also bitte. Dreh dich, du Schwalbe! Trocken? Natürlich nicht, oder? Hä? Hat das jetzt mal Flugzeug? Okay. Ja. Das hättest du jetzt sehen müssen. Wieso? Weil das Scheiße war von mir. Es war genau der gleiche Scheißfehler wie vorhin. Na okay, jetzt gehe ich gleich mit meiner BF-109E3 in den Kampf. Also die gelbe. Die komplett gelbe. Nicht die gute, die gelbe. 1941, was? Ey, guckst du heute hier unschlagbar? Auf welchem Kanal? Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Muss ich dann auch nochmal gucken. Jedenfalls, ne? Da gibt's einen Mann, also das haben sie heute früh gesagt, wo ich noch vor der Schule, ne? Bei den Nachrichten haben sie gesagt, dass da ein Mann drankommt, der kann in einer Sekunde 15 mal klatschen. Also. Oder er kommt ein Kind Wozu dran. Muss man sowas können? Nein! Nein, warte! Die sagen einfach, dass die unschlagbar sind und dann kriegen die halt Gegner. Und es gibt da ein Kind. Du kennst doch so eine 40 Tonner, ne? Ja. Ein Kind kann 40 Tonner perfekt ausparken. Okay. Eine Runde machen und wieder perfekt einparken. Also die Autos sind direkt neben dem LKW. Da ist nur 1 Zentimeter halt, ne? Und ohne das Lenkrad zu berühren, schafft das dieses Kind. Das soll ein Witz sein, oder? Nee, das musst du dir mal angucken. Alter, das ist übelst der Rotz, was die da alles für Talente haben. Wozu zum Geier? Muss man ich weiß es nicht. Mal dann. Ich weiß es nicht. Er sagt halt, dass er am schnellsten klatschen kann, ne? Er klatscht so schnell, dass man das nicht sehen kann. Und nicht sagt hören am besten, ne? Ja, ne? Oh, ich habe hier eine Viewfighter direkt vor mir. Und Nerk. Oh, ich will schon 5 Leute, klar. Also das nenne ich Teamgeist, wenn 5 Leute auf einen Gegner gehen und die restlichen Gegner ignorieren. Das ist Teamgeist, mein Lieber. Das ist Teamgeist.
Alter, die gehen skillig damit um, die gehen nur als Nö, Team. Jetzt gehen sie sogar zu 7 auf den Moment. Ich werde das mal sogar mal festhalten hier. Ey, da tut mir leid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kann man 8 sagen. Leid. Ey, jetzt muss er die alle alleine töten, Alter. Dann ist er echt skillig. Ja, dann lache ich mich aber breit. Ey, dann habe ich solche Noobs wieder meinem Team. Kennst du das, wenn... Ja, das kenn ich. Wenn wortwörtlich das gegnerische Team komplett sich wunderbar aufteilt, jeder seine feste Aufgabe hat und dein Team so ungeordnet ist wie eine Schrotflintenstreuung. Ja, das habe ich sehr oft an League of Legends, Ranked Games. Das Blöde ist, dann bist du der Depp, der mit einem einzigst guten Flugzeug, oder besser gesagt einzigst gut gewählten Flugzeug, die Gegner mal angreift. Oh ja, super, klar, ein Schuss. Du hast soeben einen Schuss gebraucht, um mich umzubringen. Toll, ein Schuss. Oh. Hacker. Ja, der hat ja einen Headshot verpasst beim Flugzeug. Ja, mit dem Flugzeug, eher ein anderes Flugzeug. Hat er das hinbekommen? Ja, kannst du ja mal das letzte angucken dann. Ich glaube, das wird noch ein paar mehr Takes geben, wenn ich allzu sehr fehle. Ich werde dann erstmal in der nächsten Zeit wieder Warframes voll suchen. Boah, das Spiel ist aber auch richtig groß von den Missionen her. Da gibt's keine Ahnung wie viele Missionen. Das ist einfach nur schlimm. Und da gibt's ja auch noch extra Missionen und hast du nicht gesehen. Müssen wir dann mal spielen. Also das ist sau interessant, mit dem Flugzeug riesige Strecken zu fliegen, wo nichts passiert. Du glaubst du nicht, ist doch was. Wie interessant das ist. Das ist oh, doch... Wow, ja, ist klar. Ich hätte übrigens dieses Phänomen so eben bei den Gegnern entdeckt. Oh wow, während der Gruppe. Ah fuck. Nö, gleich Frontalflug mit der PE2. Ja! Nein! Fuck! Super! Geil! Jetzt kann ich ja Vollwerbung machen für meinen Clan bei Warframes, Alter. Also ja, ne? Alle mich hier anschreiben. Bei der Toto bei Warframes. Und dann mein Clan Join, der ist am Anfang im Aufbau. Am Anfang im Aufbau, aha. Ja, ich hab da schon ein paar Mitglieder, also bitte. Der ist im Aufbau. Warte. Ja, ich warte. Sind mindestens 5. Ja, 5. Ich hab genau 5. Oh, da hab ich ja hier mehr Freunde geendet. Nein, das ist ja klar. Und Freunde habe ich auch ganz viele. Hier gibt es Staffeln und ich, ich bin noch Staffelführer. Ich werd angerufen, das ist Konstantin. Ja, das ist Dominik. Dann leg auf! Wir sind hier im letzten Mal. Wenn der jetzt mitrede, ey, ich krieg mich um. Ja, dann minimiert sich eh dein Spiel und dann schreist du wieder rum hier deine Frame und hast nicht gesehen. Genau. Nee, ich will einfach fix normal, ja, ihn nicht dabei haben, weil der nervt mich ein bisschen. Ja. Der hat ja hier in der Schule hier, Warhammer gezockt. Hast du nicht gesehen? Er hat in der Schule Warhammer gezockt. Ja, mit diesem Figürchen da. Kennst du das, wenn manche Menschen schreibt einem mich die ganze Zeit die Eier gehen? Ich schreibe eben gerade im letzten Mal. Klar, das kennt ihr alle von RTL, aber ich meine wirklich nur Menschen im echten Leben, die einem voll so sehr auf die Nerven gehen, dass man die einfach nur zusammenprügeln möchte. Boah, komm von dem ich muss gerade ja minimieren wegen dem. Ich will gerade was suchen, ne? Hier bei Warframes Mission. Nein, der schreibt mich weiter an. Ja, der schreibt, oh mein Gott, ja, mit Fülle, wieso? Oh mein Gott, wieso machst du das? Weil wir uns gut kennen schon seit einiger Zeit. Ja, echt wahr. So, warte. Suchen. Außerdem, wer ist dieser Philipp, von dem du da redest? Ja, ich rede ja bloß nicht gerade mit einem, ne? Nee, ich bin ja der hier Letzte. Nee, kein Scheiß. Also mein Relay-Name ist Philipp. Bitte, jetzt nicht Nachnamen, weil das nein, mag ich nicht so. Ja, das mache ich natürlich nicht. Gut, also wie gesagt. Hey, vier Let's Play. Jetzt fragt er mich, warum tust du sowas? Weil ich kann. Nee, war einfach nur ein Oh, ich bin tot. Geil. Nee, ist einfach nur ein Künstlername. So wie der Toto.
Du heißt ja auch mit echten Namen Herbert, ne? Herbert. Herbert, du mich auch. Nee. Steve. Du heißt ja mit echten Namen Steve. Oder Moment, was fällt mir noch so für Namen ein? Beate Use, sonst was hast du? Au, fuck. Boah, jetzt bist du hingefallen, ne? Nee, ich hab mir einfach nur gerade ein Stück Plastik in den Finger gehauen. Verletzung während Let's Play. Todesursache zu scheiße beim Let's Play. Müsste wirklich mal geben. Meine P39 hat jetzt offensive 37 mm. Das heißt, ich könnte jetzt auch Bodenziele angreifen. Mit hochexplosive Splitterbrandgranate mit Leuchtspur, die selbst zerstörend ist. Also zerstört sich jetzt die Leuchtspur selber oder einfach nur die Kugel? Ist mir auch egal. Ja, ist jetzt auch egal. Wir spielen nochmal der Amis, weil eine Runde ist einfach zu kurz. Also auf in die P40E und ja. Und schreibt der Loser dich jetzt echt an? Der schreibt die ganze Zeit mit mir, Alter. Ich gehe gleich offline bei Skype. Also, stell mich rein. Du gehst nicht offline. Ja, wir reden ja noch, aber ich meine, ich stelle mich bei Skype offline, dass er mich nicht die ganze Zeit anschreibt. Was schreibt er denn? Kannst du ja mal vorlesen. Wenn's jugendfrei bleibt. Also bitte. Ja, also, er fragt, also ich habe geantwortet, ich mach gerade Let's Play. Da sagt er, fragt er, mit Philipp? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, antworte ich. Dann schreibt er, oh mein Gott, XD. Dann schreibe ich ja. Dann fragt er, warum tust du so wachs? Oh mein Gott! So was als blöde Rechtschreibung sein. Ja, so wächst. Was? Ach, ne, so was soll es halt bedeuten, ne? Ich glaube, die würden zu einem gleichfressenden Dämon und gehen mit einem. So, dann antworte ich. Ja. Philipp antwortet gerade, weil ich's kann. Schreibt er, und so weiter, ne? Mal, er ist Laie. Dann schreibt er XD, dann schreibe ich Pünktchen, 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 dann schreibe ich noch, er wollte es so, dann schreibt er wird es nie lernen, dann schreibt er nochmal, bestimmt beleidigt er mich jetzt voll, wa? Dann fragt er noch, wie lange braucht er noch? Ja, keine Ahnung. Ja, fühle dich beleidigt. Ja, wenn wir doch sein. Na warte, das schreibe ich jetzt, ja. Oh mein Gott, müde. Entschuldigung, mein lieber Zuschauer. Ja, falls ihr fragt, Philipp und Dominik können sich nicht so gut verstehen. Ja. Oh mein Gott. Wie blöd soll eigentlich der Mensch sein? Oh mein Gott. T2 Verteidigung. Oh Mann, ey, kann mich mal hier einer einladen? Alles also Ego-Schwein. Kleiner Kontext, ich kann ihn nicht besonders ausstehen, okay? Also... Schreibt er, nee, er fühlt sich nicht beleidigt. Oh mein Gott. Okay, geil. Oh, war dran im Lack. Ist egal. Jetzt wollen wir wieder ganz normal sein, ne? Ja, jetzt muss wieder hier Normalität ein. Oh, okay, komm. Sinkt das Niveau wieder. Tiefer als Keller geht sowieso nicht mehr, also. Das Niveau liegt ja schon in der Ecke und weit. Wie das Wetter abging nach der Schule, weißt du noch? Wo Dominik auf dem Boden. Oh mein Gott, ja. Aber das war einfach nur schlimm. Notlandung aufgrund von. Was er dafür Post abgezogen hat. Verstört, geil. So. Falls du meine Tastatur hörst, nö, dein nö, Pech. Nö, das ist nicht mein Pech. Das ist alles okay. Ja, ich hab ja die ganze Zeit. Hat er jetzt noch irgendwas geschrieben? Nein, Gott nicht. Ich schreib gerade mal los. Das. Warte, so. Nee, er hat noch nichts Neues geschrieben. Wenn der seine Klappe hält, dann. Dann ist irgendwas falsch, ja. Also entweder braucht er dann gerade 5 Stunden, um mir eine extra lange Beleidigung zukommen zu lassen. Oder ist gerade in der Küche. Oder er lässt mal wieder seine Rechtschreibung überprüfen und das Programm, was das macht, braucht einfach nur 3 Stunden dafür, weil so viel drin ist. Oder... Ja, komm, meine Rechtschreibung ist auch nicht manchmal so die beste, aber das liegt an meiner Tastatur, weil die Buchstaben manchmal einfach nicht kommen. Ja, schon, aber das Rechtschreibung kann man als neue Sprache interpretieren.
So, jetzt schreibt er N Y? Nee, J. NJ und dann als Berichtigung, naja. Ich wünsche dir da wohl viel Freude mit Philipp. Höchst, höchst. In Stern. Grinsen. Ja, du mich auch. Jetzt müssen wir so die ganze. Es gibt so ein Spiel, das ist ein Mod für Gary, für Mod Garys für Mod. Okay. Nein. Verstehst du das gerade falsch? Das ist ein Aufzug-Mod. Da fährst du die ganze Zeit mit einem Aufzug, aber hältst du zwischendurch. Da kommt zum Beispiel ein Skelett rein oder so ein Horrorraum und so ein Scheiß. Simulator 2039. Ja, weißt du, was du da machen kannst? Da kannst du auf deine Uhr schauen oder husten, ne? Die meisten husten die ganze Zeit, dann weißt du, wie das abgeht, Alter. Ja, ne, das zählt als Schlag, wenn zwei Spieler voreinander stehen und die husten gerade, schlagen die sich tot. Übelst behindert. Du hustest einen an und er fliegt dann so blutend zurück und lacht dann dran. Weißt du, wie sinnlos das ist? Bei einem, wenn da so die Tür aufgeht, ist so ein Dinosaurier im Hintergrund, spuckt der Dinosaurier, auf einmal kommt ein Mensch rausgeflogen, steht vor dem Aufzugtür und geht rein. Als ob nichts wäre. Oder der Tod kommt so rein, nimmt eine Person mit, die schreit übelst rum, keiner guckt, ne, alle gucken sich so an, aber keiner guckt die an und weiter geht's. Neben sich scheiße. Ich glaube, ich muss mir das mal cracken. Darf man das? Ja, darf man, die ganzen Crack-Videos. YouTube darfst du das sagen. Bei den Verkäufern nicht. Klar. Na okay, die ganzen Crack-Videos, die auf YouTube sind jetzt meine Seite. Oder? Oh, Alter, ich hab jetzt alle, die hier Warframes Spieler sind und gerade zu gucken, Alter, ich habe jetzt den Rhino, mich als Nova, Valkyrie und ein Excalibur im Team. Und es startet nicht, Alter. Ja, das sind die ganzen verschiedenen Warframes. Hier will jemand Deckung, hier auf dem Gipfel, aber Deckung, also der an dem hängt eine BF-109. Ja, ich mach das. Können wir jetzt mal starten, bitte? Wir sind alle ready, außer der Host. Hey, oh, so scheiße, wer ist da? Na, jetzt geht's los. Turm 1, Verteidigung. Oh, Verteidigung ist gut. Jetzt geht's uns los. Jetzt wird erstmal alles getötet, was im Weg kommt. Oh nee! Fuck! Oh, wie geil das ist mit meinen Wurfstern. Ich hab da Geräuschlosigkeit, also die sind richtig leise. Kann ich jeden Gegner töten, ohne dass der mich bemerkt. Nein, ach man. Oh. Jetzt kommt meine Corsair. Hab ich eine Nachricht? Da will ich schon mit mir schreiben. Oh. Dominik. Hast du den überhaupt? Den. Ja, bei Skype Dominik. Ja. Ja, dann ist das vielleicht Dominik. Oder Kontakt. Ach ja, falls ihr mich auf Skype adden wollt, ne? Hehehe 4369. Günther LP 24. 4369. Hehehe 4369. Ach ja, aber zu das zu schreiben, sowas wie. Ja. Boah, was ist denn das schon wieder für ein lecker Host? Jetzt mal ganz ehrlich, gibt's nur leckende Hosts? Ja, ist ja wieder. Die stehen alle ganz so auf Lecken. Oh, Scheiße! Ja, so sieht's aus. Also, ich mache hier den meisten Schaden. Also schlecht ist mein Team. Nein, das hängt einfach übelst extrem. Weil wir so einen geilen Host haben, Alter. Mach ich einfach eine Ultimate rein und fertig ist. Ja, weißt du, was es mal für ein Spiel geben müsste? Du bist ein Staubsauger und musst einfach die ganze Zeit staubsaugen. Mach das doch als Simulator, gibt's bestimmt. Staubsauger-Simulator weiter. Die ey, es gibt einen Simulator, wo du Fenster putzt, ah, ja, die ganze Zeit. Fensterputz-Simulator. Ja, ich kenn's. Ja, da gibt's auch bestimmt noch keinen Simulator, wo du staubsaugen tust. Da kannst du noch einen Simulator machen. Verkaufst den für 1 Euro. Manche Leute kaufen das bestimmt, weil wenn manche Leute sowas spielen, also bitte. Boah, Scheiße. Ja, Alter, boah, war das jetzt schlimm? Ja, das hättest du gerade sehen müssen, aber ich muss nachher mal in das Berg. Oh nee, oh, ich hab versucht. Ey, es hängen 5 Leute an dem verfickten Angreifer. Warum zum Geier? Warum fliegt der noch? Nein, oh Gott. Was seid ihr für Loot? Ihr seid zu... Oh Gott. Ihr seid zu viert, warum kriegt ihr das Scheißding nicht vom Himmel geholt, ihr Deppen?
Oh, der Dominik spielt jetzt Dota alleine. Fireball down, mein Lieber. Fireball down. Ja. Ja. Oh Junge, der ist so ein Lacker einfach nur. Der lackt in jedem Spiel, ganz ehrlich. Der kriegt immer die seltensten Sachen. Dominik? Gleich am Anfang. Ich bin aber auch so einer. Ja. Ja, das ist ja auch klar. Du spielst das ja auch ein bisschen länger. Bloß ich meine nur, ich habe ja auch übelst viele seltene Sachen, aber der kriegst du gleich am Anfang alle. Ja, bei mir hat es gerade so gefallen. Nee, aber mir geht's auch so, dass ich am Anfang immer richtig, richtig geile Sachen bekomme. Die mich dann erstmal frage, warum ich die überhaupt bekommen habe. Keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Dann verkümmern sie irgendwann in der Ecke. Das ist jetzt Minecraft das Beispiel. Und irgendwann finde ich sie da wieder und denke mir so nach dem Motto, hey, wo hab ich die her? Kennst du das? Ja, aber ich hab nie so ein Glück am Anfang. Ich muss mir immer alles weiterkämpfen, das war gay. Ah, naja, ist halt so. Ich alles von Anfang an zu erkämpfen. Außer man stirbt beim Anfang an. Ja, bei Warframes musst du dir auch alles von Anfang an erkämpfen, da kannst du nicht so rumlacken. Bei Warframes kannst du nicht so rumlacken, da musst du auch von Anfang an alles erkämpfen. Deswegen spielt das Warf nicht mehr. Weil er den T/Luck-Comment nicht mehr machen kann. Alter, der Junge ist aber wirklich so ein übelster Lacker, das geht gar nicht. Der bekommt... guck mal, bei Dota gibt's ja abgeteilte Seltenheitsstufen, also gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, mythisch, legendär, Immortal, Arcane, ne? Also Arcane und Immortal ist eigentlich gar nicht zu bekommen. Und, der Dominik hat eine Chance auf legendär schon, jetzt, gleich am Anfang. 50%ige Chance, dass er ein legendäres Item bekommt, was echt schlimm ist, einfach nur. Das hingekriegt. Das ist die höchste Seltenheit, die man finden kann. Die anderen Items muss man sonst durch Events bekommen oder hast du nicht gesehen. Und der hat gleich mal die höchste jetzt schon. Weil er wieder so ein Lacker ist. Ja, solche Leute nerven. Ich muss mir auch immer hart alles erkämpfen. Aber wo wir gerade von Kämpfen reden. Jetzt müsst ihr erstmal die Zeit tot kämpfen bis zum nächsten Let's Play Part. Alter, ich muss hier übelst gerade kämpfen. Wir haben gerade eine Verabschiedung. Hier sind die Monster Stufe 13 zwar, aber es ist gerade 200, Alter. Ich muss gerade eine Verabschiedung machen. Und ich hab... Nee, ich kämpfe gerade bei Warframes, Verteidigung. Ich hab eine so geile Überleitung gefunden und du kommst jetzt wieder mit Warframes. Ja, Pech, verkackt, ne? Ja, wenn du hier Warfunder spielst, Alter, das ist fast der gleiche Name, also bitte. Das ist ein komplett anderes Spiel. Okay, wie gesagt, ihr müsst jetzt leider die Zeit tot kämpfen bis zum nächsten Part von Let's Play. Mit mir, dem Hefe, für Let's Play, wie immer. Und den besten Kommentator der Welt, also bitte, Nicht mir, ich bin scheiße. was wollte ich sagen? Ja, hab ich scheiße gesagt, sagen. Oder? Ach, wenn ihr dieses Video nicht seht, dann wisst ihr es doch nicht gesagt, In diesem Sinne, bis bald. Wir sind ja sehr seriös, ne? Bis zum nächsten Mal und tschö. Tschüss.